Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Geb dem Ghoul Zucker anzunehmen bei Knorpelsack in Suldrak an dieser Position. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ihr als Ghoul verkleidet seid. Und zwar mit diesem Item könnt ihr euch als Ghoul verzaubern. Normalerweise erledigt man die Quest, wenn man anziehen macht. Die Quest anziehen und da muss man bei diesem Knorpelsack was kaufen und nimmt automatisch auch diese Quest an. Werden vermutlich die meisten von euch machen. Nun bekommt man bei dieser Quest ein Quest-Item mit. Schüssel voll mit samigem Hirn mit Kutteln. Ist auch im Inventar zu finden. Kann man sich auch in die Leiste ziehen. Dann läuft man in die Nähe von diesen zerfallenden Ghule. Und benutzt das Quest-Item. 1 von 10. Quest-Item hat 5 Sekunden Cooldown. Von diesen solltet ihr Abstand halten. Ich denke mal, genauso wird die Quest auch in VOTLK Classic funktionieren. Und sie wird euch auch da helfen. Also mein Video wird euch da helfen. Zwei auf einmal? Nee. Entschuldigung. Musste husten. Also ein Huster. Also immer wieder in die Nähe von diesen Ghulen laufen. Quest-Item benutzen. Zum nächsten Ghoul wieder Quest-Item benutzen. Funktioniert prima. So. Und ihr müsst sie auch nicht direkt neben die Ghule stellen oder unter die Ghule. Einfach in der Nähe halt. Hier stelle ich mal hier hin. Und der Ghul nimmt es gleich. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Knorpelsack in Suldrak an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.